Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Foto. Schwarz-Weiß. Rita in einen dicken Wintermantel gehüllt, steht neben einem Opel-Kapitän. Ihre langen dunklen Haare kommen unter der Pudelmütze vor und fallen über den Mantelkragen. Ist das kalt? Im Hintergrund leuchtet schneehelles Alpenvorland. Sie hält eine halb abgebrannte Zigarette in der Hand. Rita, was ist denn los jetzt? Bildunterschrift. Unterwegs nach Venedig. Dezember 1961. Rita! Ja, gleich. Komm schon, steig ein, sonst verpasst du die Fähre. So. Oh Gott, es ist so kalt. Das stimmt, deswegen fahren wir jetzt in den Süden. Los geht's! Kai! So ein seichtes Zeug. Ey, ich will das hören! Ganz gut, pass auf, kommt gleich. Ja, kommt gleich. Ganz kurz noch. Dann mache ich das Programm. Bum, 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 bum. When the night has come. Ben King. Sowas läuft aber nicht im Radio. Nee, das läuft im Studio 10 in Hamburg. Ja, na klar. Bist so ein Stapler. Wenn du wieder da bist, gehe ich mit dir hin. Okay, gut. Warum kann ich nicht gleich mit dir zurück? Der Opel schafft's auch ohne mich nach Kairo. Der Alte wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Ja. Obwohl, der hat mich schlecht getobt. Ja, ich weiß. Dass ausgerechnet seine Tochter wegen Verstoßes gegen die guten Sitten vom Internat fliegt. Oh, weia. Mann. Den Satz weiß ich noch ganz genau. Statt die Hausordnung zu befolgen, hatte die minderjährige Schülerin mehrfach nach 18 Uhr Herrenbesuch auf dem Zimmer. Das war völlig harmlos. Das kann ich mir vorstellen. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Wer hat sich denn bei Oma Hamburg eingenistet und hat das große Musiktalent gegeben? Nein. Während ich mit nach Stade musste, um mich von dieser Verrückten tyrannisieren zu lassen. Mutti ist nicht verrückt. Doch. Und der Alte war gottfroh, mich los zu sein. Ein, zwei Demonstrationen, Kampf dem Atomtod schreien, ein paar Flugblätter unterm Bett verstecken. Und schon dreht Vati durch und du kriegst, was du willst. So typisch Junge. Eine Volksbefragung gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr zu fordern, ist ja wohl kein Verbrechen. Verweichlichter Bolschewik. Nur weil wir uns nicht zu Handlangern eines Ermächtigungsgesetzes des Bundestags machen lassen wollen, der neue Massenvernichtungsmittel... Guck doch du auf die Straße! Mann! Diese Italiener müssen die fahren! Hör auf zu dozieren und guck auf die Straße! Jetzt haben wir gleich nichts mehr zum Verschiffen. Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Hörspielbearbeitung Katrin Zipse. Regie Judith Lorenz. Folge 1. Ankunft am Nil. Foto. Schwarz-Weiß. Rita und Kai stehen vor einem großen weißen Schiff. Die Ausonia. Bildunterschrift: Reisende soll man nicht aufhalten. Venedig, Dezember 1961. Ich drück dir die Daumen, dass du Hans Albers gut durch den Zoll kriegst. Hoffentlich nützt das was. Fati dreht durch, wenn es Probleme mit dem Auto gibt. Fati. Der Fati. Ingenieur Friedrich Hellberg. Der Alte dreht immer durch. Flugzeugbauer. Ja. Aber sag Mutti liebe Grüße von mir. Auf jeden Fall. Streit nicht so viel mit ihr, ja? Die Mutti. Du hast gut reden. Ingrid Hellberg. Du musst sie ja nicht aushalten. Geborene Lindemann. Tochter des Kantors der katholischen Pfarrgemeinde Landsberg. Im Juni 1940 landet Friedrich Hellberg in einer nagelneuen HE-111 in Landsberg. Er hat sich verpflichtet, den Sommer über junge Segelflieger zu unterrichten.
Der Ingenieur und Hobbyflieger verkörpert das Idealbild des nationalsozialistischen Helden. Ingrid, schön und nervös wie nie in diesem glanzvollen Sommer, will ihn, bekommt ihn und bringt ihn dazu, zum katholischen Glauben zu konvertieren. Bei meiner Hochzeit hat mein Vater die Orgel gespielt und meine Mutter hat gejammert, Jesus, dass das unbedingt der Preis hat sein müssen. Friedrich glaubt weniger an Gott als an den Führer. Im Herbst nimmt er seine Ehefrau mit nach Rostock. Dort lebt die junge Elite des Reichs und schreibt Flugzeuggeschichte. Gerade wird der Düsenjäger HE-178 im Auftrag einiger Raketentechniker aus Peenemünde weiterentwickelt. Auch privat geht es bei den Hellbergs voran. Im Sommer 1941 schenkt Ingrid ihrem Friedrich einen Sohn, Kai. Wie blass und dünn er aussieht, in seinen schwarzen Mantel gehüllt. Wie eine dieser düsteren maskierten Gestalten, die sie hier in Venedig beim Karneval haben. Hast du doch noch eine deutsche Zeitschrift gefunden? Die konkret sogar. Guck dir mal den Titel an. Hitler in euch. Sorg dafür, dass der Alte ihn liest. Ja, klar. Im Sommer 1942 liegt der Rostocker Traum in Trümmern. Friedrich schickt Frau und Sohn zurück nach Bayern und arbeitet in Oranienburg an der einstrahligen HE-162, die sie den Volksjäger nennen. Für diese Maschinen gehen die Häftlinge in den Konzentrationslagern vor Erschöpfung, Kälte und Hunger in den Tod. Im letzten Kriegsjahr wird Friedrich als Techniker und Fluglehrer für den Jagdverband 44 angeheuert, der dem direkten Befehl Hermann Görings untersteht. Daneben findet er sogar noch Zeit, seine Frau zu schwängern. Geschlechtsverkehr gegen die Niederlage. Im Januar 1945 kommt Rita auf die Welt. Ich glaube, wenn du mit willst, musst du jetzt aufs Schiff. Ich will nicht. Ich weiß, komm her. Ich werde dich vermissen, Schwesterherz. Ja, ich dich auch. Mach's gut. Allora, Signora. Per favore. Auf Wiedersehen, Brüderchen. Und benimm dich anständig da unten in der Wüste. Und du dich in Hamburg. Nicht, dass du unser Pünktchen mit deinem liederlichen Lebenswandel verdirbst. Das ist genau der richtige. Während Besuch nach 18 Uhr. Pünktchen. Das Nesthäkchen der Familie. 1952 geboren. Eigentlich heißt sie Petra. Die Kleine ist so damit beschäftigt, es allen recht zu machen, dass sie darüber ihr eigenes Glück vergisst. Dafür hat sie sich frei nach Erich Kästner den Spitznamen Pünktchen eingefangen. Pünktchen musst du ja am allermeisten von mir grüßen. Fahrt die dann aber auch. Hauptsache, du sorgst dafür, dass der Alte den Artikel liest. Kai und Fati. Immer der verbissene Kampf darum, wer recht hat. Der Kampf beginnt im März 1958. Friedrich und Ingrid Hellberg haben ein Haus in Stade gekauft. Nach vielen schwierigen Jahren hat Friedrich endlich wieder eine feste Stelle gefunden. Das Verbot der Alliierten für die deutsche Luftfahrtindustrie ist aufgehoben. Man tüftelt an Flugzeugen für die Reisebranche. Doch Friedrich Hellberg hofft auf andere Projekte. Die deutsche Luftwaffe. Er will endlich wieder richtige Flugzeuge bauen. Überschallflieger. Nichts gelernt in 1000 Jahren. Wiedersehen! Hinter der glitzernden Helle des Wassers verschwindet Kai. Ich werde dich vermissen, Brüderchen. Die Sonne bricht durch den Nebel und Venedig beginnt zu leuchten wie eine Theaterkulisse. Wiedersehen, Brüderchen! Europa gibt mir eine rauschende Abschiedsvorstellung. Die Welt bleibt stehen und ich gleite an ihr vorbei. Ich bin es, die sich bewegt. Zum ersten Mal ich. Komisch. Ich hätte wetten können, da steht einer und beobachtet mich, aber... Aber hier ist niemand. Drei Fotos. Wie dumm, dass ich heute Morgen keinen neuen Film eingelegt habe. Hätte ich doch bloß den Wecker gehört.
Warum schläft man am Morgen wie ein Stein und nachts liegt man wach und macht sich bescheuerte Gedanken? Schulverweis. Und wie soll es jetzt weitergehen, Fräulein? Es gibt andere Schulen, Fadi. Oder ich mache eine Lehre. Als Buchhändlerin zum Beispiel. Babalapap. Das sind doch alles Hirngespinste. Du brauchst eine konkrete Perspektive. Ja, aber ich kann doch auch arbeiten und mir eine Bude in Hamburg suchen. Du gerätst auf die schiefe Bahn in Hamburg, Mädchen. Das versteht Fadi nicht, dass man nicht weiß, was man vom Leben will. Ihm ist das immer klar. Als er in der Wochenzeitung diese riesige Anzeige entdeckt hat, war er sofort Feuer und Flamme. Ingrid, sieh dir das an. Flugzeugwerk in Nordafrika sucht Fachkräfte jeder Art. Ich bitte dich, Friedrich. Die suchen Leute wie mich in Afrika. Was sollen wir denn dort? Seine Augen gefunkelt haben, als er vom Vorstellungsgespräch in Zürich zurückgekommen ist. Durch die Schallmauer mit vollem Schub. Nochmal alles auf eine Karte setzen. Afrika, gottlose Wildnis. Herr, hilf, bitteschön. Mutti hat tagelang zu Gott gefleht, dass er die Stelle nicht bekommt. Herr, hilf. Pünktchen betete leiser. Bitte, 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 lieber Gott, lass mich in Stade bleiben. Was soll es nun bitte machen, wenn ich nicht mehr da bin? Ich muss doch täglich mit dir ausreiten. Alles flehen umsonst. Bitte, lieber Gott. Sie wollten ihn dort, in Ägypten. Welches Ägypten? Das heißt jetzt Vereinigte Arabische Republik und wird von Nasser zu einem sozialistischen Staat umgekrempelt. Da wird der Alte sich noch wundern. Haben wir im Krieg nicht schon genug gelitten, Friedrich? 3 Jahre, Ingrid, das schaffst du, bitte. Lass mich jetzt nicht im Stich. Das hat mich wirklich verblüfft. Wie Fadi innerhalb weniger Tage zu einer jüngeren, energischeren Version seiner selbst wurde. Weil er endlich wieder die Möglichkeit hatte, etwas Großes zu schaffen. Beflügelt vom Geist der Frauen werden wir deutschen Ingenieure in Ägypten den leichtesten Überschallflieger der Welt bauen. Meinem Alten? Dem geht's doch nur ums Geld. Foto. Schwarz-Weiß. Griechenland. Vor der Akropolis warten Fotografen auf Kundschaft. Zahlreiche Besucher zwischen den Säulen. Bildunterschrift: Im Angesicht der Götter. Zweite Station von Ritas Reise nach Ägypten, Dezember 1961. Siana, ein so schönes Mädchen und ganz allein in der Antike unterwegs. Fräulein? Ich hab die beiden gar nicht kommen hören. Freut mich. Die sind mir schon am Bus aufgefallen. Riesige Kerle. Die Schöne ist stumm, befürchte ich. Ein Schmiss, was er da quer über der Wange hat. Geht bis zum Mundwinkel. Und dieser Abenteurerblick. Warum sollte ich denn mit Ihnen sprechen? Ja, warum sollten Sie? Warum sollten Sie mit uns sprechen, wo wir doch erst seit Tagen auf demselben Schiff unterwegs sind? Wir sind Deutsche. Wir nehmen die Mahlzeiten zu denselben Zeiten im Speisesaal ein. Wir sind zivilisierte Menschen. Gestatten, Rolf Steinhauer? Wohnhaft derzeit in Madrid, unterwegs nach Kairo. Angenehm. Rolf Steinhauer. Eigentlich Obersturmbannführer Otto Skorzeny. SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Beteiligt an der Befreiung des italienischen Diktators Mussolini. Und Hitlers oberster Geheimagent. Flucht aus dem Internierungslager unter den Augen der alliierten Geheimdienste. So einen lässt man doch nicht hinter Gittern verschimmeln. Otto Skorzeny. Der Name allein genügt, um Faschisten in aller Welt in Aufregung zu versetzen. Und das hier ist mein geschätzter Begleiter, Hermann Adolf Valentin. Angenehm, Fräulein. Guten Tag. Gruselig. Sieht aus wie Gerd Fröbel in Es geschah am helllichten Tag. Hermann Adolf Valentin. Der Riese mit den Schokoladeigeln, der Kinder in den Wald lockt, zwischen seinen Pranken erdrückt. Und, Fräulein? Verraten Sie mir jetzt auch Ihren Namen? Rita Hellberg. Mein Vater arbeitet für die ägyptische Regierung. Eine Expertentochter. Genau. Ja, das muss gefeiert werden. Darf ich Sie später auf ein Glas Sekt einladen? Warum nicht? Freut mich. Wunderbar. Bitte. BND-Akte 05431 OT.
An dieser Stelle wurde ein Dokument entnommen. Stellungsdatum des Dokuments 18.12.1961. Die Entnahme erfolgte aus folgendem Grund bzw. folgenden Gründen. Nachrichtendienstliche Belange, besonders starkes Schutzbedürfnis personenbezogener Daten Dritter. Abzug vom Dia. Farbe. Rita und Pünktchen posieren neben dem Opel Hans Albers. Im Hintergrund liegt die Ausonia am Hafenkai. Blaues Meer. Bildunterschrift: Hans Albers und seine flotten Mädels in Alexandria. Dezember 1961. Hey, no photos. Hey, hey, no photos. Excuse me, I forgot that it is forbidden to take pictures at the harbor, but I'm an expert. You really? Yes. You're really an expert? Yeah. Was zahlen? No, $30. Here, please. Okay. Bye-bye. So, einsteigen, Mädchen. Rita? Ja? Hast du Eisblume Essen von mir gegeben und hast du ihr gesagt, dass ich bald wieder zu ihr komme? Oh, das tut mir leid, das habe ich vergessen. Aber Rita! Das mache ich wieder, wenn ich daheim bin. Das dauert aber noch. Ach, schicker Wagen. Ein Glück, dass wir dich gut hierher gekriegt haben, ein alter Matrose. Auf dem Schiff war jemand, der dich kennt. Aha, wer denn? Rolf Steinhauer. Rolf Steinhauer? Ja. Sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Nee. Rita, da ist der Greek Club. Fahr doch langsamer, Fati. Wir sind da schon vorbei. Ruhe auf den billigen Plätzen. Wir wollen beim Abendessen zu Hause sein. Mutti kocht. Und ich möchte im Hellen nach Hause kommen. Also diese Wüstenstraßen sind nicht ganz ohne. Nimm dir lieber die Karte und guck, wo es rechts abgeht. Die haben ja hier komische Kleider an. Das sind Felachen. Sieh dir ihre Charakterköpfe an. Ist das nicht einmalig? Du kannst ruhig zurückwinken. Sie sind absolut freundlich. Man darf sie nur nicht verärgern. Vati, da vorne musst du rechts abbiegen. Hm? Da. Ja. Du hast noch überhaupt nicht nach Mutti gefragt. Stimmt. Wie geht's ihr? Schon besser, aber wir mussten ganz lange im Mena-Hotel wohnen, weil ihr kein Haus gefallen hat. Ja, das hat mich ein Vermögen gekostet. Aber deine Mutter gibt sich wirklich Mühe. Ja? Es ist eben alles anders als bei uns zu Hause. Der Ägypter schätzt prunkvolle Sesselgarnituren und prachtvolle Teppiche und dergleichen. Aber eine Küche, in der eine deutsche Hausfrau schalten und walten kann, kennt er nicht. Nur schmale, dunkle Löcher, in denen die schwarzen Köche herumwuseln. Moment. Hallo, Sir. Passport, please. I'm an expert from Hell One. Ah. My dollars. Pässe. Warum gibt's hier eigentlich so viele Soldaten? Weiß ich auch nicht. An expert in Hell One? Yes. No Muss problem, no problem. Zahlen? Nein, an den Kontrollposten reicht es, wenn er expert sagt. Dann Thank lassen you. Sie ihn auch durch, ganz klar. All right. Rita, Rita, guck mal, da vorne fängt die Wüste an. Oh. Mit Pünktchen, erwürg mich nicht. Sandfarbene Hügel, wie gemalt. Und das Licht. So hell, dass es fast unwirklich ist. Da vorne geht es nach El Alamein. El Alamein. Was gibt's da? Oh Mädchen, da ist Geschichte geschrieben worden. Die Schlachten von El Alamein. Mir scheint, du warst in der Schule so damit beschäftigt, gegen die Regeln zu verstoßen, dass du den Geschichtsunterricht verpasst hast. Oh, Vati. Hm? Ja, das deutsche Afrika-Korps gekämpft, befehligt von Generalfeldmarschall Rommel, dem Wüstenfuchs. Ich glaube, die Wüste ist nichts für mich. Ich bin eher ein Meeresmensch. Ein Meeresmensch? Ja, du solltest dich besser dran gewöhnen. Ich bin doch nur 3 Wochen hier. Warum sollte ich mich dran gewöhnen? Bist du nicht. Wir haben beschlossen, Rita, dass du jetzt mit uns in Kairo leben wirst. Wie? Ihr könnt doch nicht einfach so bestimmen, dass ich hier bleibe. Vati, bitte! Ja. Aber Rita, findest du es nicht schön? Wir können jede Nacht zusammen in einem Bett schlafen und können Mutti zusammen sich das lesen. Einfallen lassen? Will sie, dass ich wieder für sie putze, oder was? Hat sie den neuen Diener etwa schon vergrault? Rita, Schluss jetzt! Hör mir zu. Ich bin vor kurzem mit den Kollegen aus dem Werk ins Kairoer Löwenbräu und habe dort Wolfgang Pilz getroffen. Ja, und?
Wolfgang Pilz. 1943 Ingenieur in Peenemünde. Dort werden die Wunderwerke geschaffen. Marschflugkörper, Raketen, V1, V2, A2, A4. Zur selben Zeit beginnt der Ingenieur Eugen Sänger in der Lüneburger Heide mit dem Bau eines Antipodengleiters. Das Triebwerk ist um ein Vielfaches stärker als das der V2-Rakete. Im Reichsluftfahrtministerium träumt man von gewaltigen Einschlägen an der Ostküste der USA. Eugen Sänger und Wolfgang Pilz, unzufriedene Welteneroberer. Die Amerikaner, die Russen, alle schießen Raketen, schießen Satelliten ins All und sie sind nicht dabei. Eugen Sänger, 1958 im Westdeutschen Rundfunk. Ja, es ist unbestreitbar, dass am Ende des Krieges auf diesen Gebieten, die wir heute Raumfahrt nennen, Deutschland eine Führung hatte, die ganz außerordentlich war. Diese Führung ist natürlich inzwischen verloren gegangen. Sängers Forschungsinstitut wird zum Sammelbecken für die unzufriedenen Raketenforscher. Zurückgekehrt von ihren Zwangsverpflichtungen in England, Frankreich, Russland, brennen sie darauf, wieder Überschallflugzeuge, Düsentriebwerke, Raketen zu bauen. Doch die Menschen in Deutschland wollen keine Raketen mehr. Raketen bedeuten Krieg und Vernichtung. Auftritt Eugen Sänger. Die Vision einer friedlichen Weltraumfahrt. Erforschung fremder Planetensysteme. Applaus. Doch jetzt fehlt es an Geld. Raketen stehen nicht sehr weit oben auf der Liste der Regierung Adenauer. Man braucht Atomwaffen. 1958 erklärt Konrad Adenauer. Der potenzielle Gegner der NATO ist die Sowjetunion. Der Ostblock. Die Sowjetunion ist mit nuklearen Waffen und Raketen aufgerüstet. Wenn ein wichtiger Teil der NATO Nichtwaffen gleicher Stärke wie der potenzielle Gegner besitzt, ist sie bedeutungslos und zwecklos geworden. Eugen Sänger, Wolfgang Pilz und ein dritter Ingenieur, Paul Görke, wollen aber nicht länger warten. Auftritt des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß. Ganz privat, auf ein Bier. Warum geht ihr nicht nach Ägypten? Der Nasser hat sich in den Kopf gesetzt, eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen. Der braucht Wissenschaftler. Der braucht Material. Wollen wir beides den Russen überlassen? Professor Pilz? Ja. Sehr versierter Wissenschaftler. Also, er sucht eine Sekretärin. Mhm. Und da bin ich ihm beigesprungen. Und habe ihm den Vorschlag gemacht, probier's doch mal mit meiner Rita. 3 Tage später habe ich deinen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Im neuen Jahr fängst du dort an, na? Was sagst du jetzt? Rita? Raketen. Aber wie, du tust irgendwelche Tiere in die Rakete wie die armen Laika. Abzug vom Dir, Farbe. Links angeschnitten die Kotflügel von Hans Albers und einem VW Käfer. In der Bildmitte vor der Cheops-Pyramide eine Gruppe von 8 Leuten. Die Männer auf Kamelen, die Frauen mit den Zügeln in der Hand daneben. Bildunterschrift: Die Expertenkarawane. Silvester 1961. Sie sollten das Foto an den deutschen Presseattaché schenken, Fräulein Hellberg. Dann können alle sehen, dass in Ägypten die Frauen die Zügel in der Hand haben. Ja. Das ist aber schön am Schaukel hier oben. Die Männer hier sind genauso bieder wie die zu Hause. Auch wenn sie Überschalljäger bauen. Egal. Ich bin trotzdem froh, dass Fatih und ich uns gegen Mutti durchgesetzt haben. Schon wegen Pünktchen. Ein Ausflug in die Wüste? Ja. An Silvester? Ja. Niemals. Da draußen wimmelt's von Bakterien. Ingrid, die Kinder brauchen Abwechslung. Ach, mach dir doch nichts vor, Friedrich. Du bist es, der die Abwechslung sucht.
Ein Wunder, dass Mutti die Kamele nicht abgeschrubbt hat, bevor wir aufgesessen sind. Oh Rita, wenn ich das Eisblume erzähle, als ich auf einem Kamel geritten bin. Pünktchen. Fein, du bist ein ganz Fein. Komm zu mir in den Schatten, Petra, ja. Sofort. Fein. Und du auch, Rita. In dieser Glutzonne holt ihr euch einen Sonnenstich. Ist ja gut, Mutti. Petra? Ja. Komm, Pünktchen, wir gehen. Das war nicht abgemacht so. Pünktchen leidet am meisten unter der schlechten Stimmung zu Hause. Hängt sich immer mehr an die Nonnen in ihrer Klosterschule. Wenn ich nicht aufpasse, dann wird sie selber noch eine Nonne. Sie ist so eifrig. Sie hat sogar schon Arabisch gelernt. Das ist wichtig, damit sie dich beim Einkaufen nicht übers Ohr hauen. Also, Begrüßung. Salamu alaikum. Ja, scharf ist es. Assalamu alaikum. Salam. Salam. Ja, salamu alaikum. Und auf Wiedersehen. Ma salam. Ja, also ma schön langsam und dann hinten mit e, also ma salame. Ma salame. Ja, schon gut. Und wie viel kostet das? Oh, Pünktchen, lass mich noch was lesen. Ach bitte. Du erst gehst schlafen. Musst du mir sagen, wie viel kostet das heißt. Dibi, ich weiß es nicht, ich will schlafen. Also das heißt eigentlich die bekäme. Die bekäme. Die bekäme. So, und jetzt gehst du ins Bett. Mutti! Oh, was denn jetzt schon wieder? Mutti! Mutti, hast du dir wehgetan? Was ist denn? Mutti, was ist denn? Da war die Kakerlake im Mehl. Du hast den Kuchen fallen gelassen. Der war für den Weihnachtsbazar. Ich hätte ihn sowieso weggeworfen. Und was sollen wir jetzt mitbringen? Ich kann so nicht leben. Komm, Pünktchen, wir gehen ins Bett. Ja. Ich kann nicht mehr. Für Mutti ist alles ein Problem. Alles gut. Das Einkaufen, das Kochen, das Backen. Wenn sie mehr unter Leute ginge, würde sie merken, dass die anderen deutschen Frauen hier ganz gut zurechtkommen. Aber sie rennt ja immer nur zu ihrem Franziskanerpater. Oder um was für die Nerven zu holen, zu Dr. Eisele. Der zuverlässigste Hausarzt, den ich kenne. Kann mir mal einer von dem Kamel runterhelfen? Die ist geschaukelt. Macht mich völlig konfus. Prachtstuten sind das, diese Kamele. Aber jetzt brauche ich dringend ein kaltes Bier. Hellberg? Ja. Sie auch? Aber sicher. Bin ich dabei. Jut. Friedrich entgleitet mir. Seine Begeisterung für dieses Land. Ich erkenne ihn nicht wieder, wie auch. Ich kriege ihn ja kaum noch zu Gesicht. Sobald er aus dem Werk heimkommt, zieht er sich in sein Arbeitszimmer zurück und brütet dort über seinen Berechnungen. So. Prost. Herrlich frisches Wüstenbier. Ja. Dieser Scholler, immer gut gelaunt. Das ist gut. Eine rheinische Frohnatur. Ja, Friedrich, da holen wir uns noch ein zweites. Ja, haben die bei Brandner doch auch Probleme. Wir in Hewan sind ja nicht die Einzigen, die Wochen, wenn nicht gar Monate, hinterm Plan zurückliegen. Prost. Hewan, das Reich von Professor Willi Messerschmidt. Herrscher über Friedrich Hellberg und die anderen Ingenieure, die im Flugzeugwerk 36 an der Zelle des Jägers H-300 bauen. Das Vorgängermodell hat Messerschmidt für die Spanier entwickelt und die Konstruktionen für Millionen an die Ägypter verkauft. Ein wahrer Goldfischzug am Nil. Es gibt ja einen Haufen arroganter Kerle bei der MTP, aber den Scholler, den muss man mögen. MTP. Motoren, Triebwerke, Pumpen. Flugzeugwerk 135. Ein zweites Königreich, das der Österreicher Ferdinand Brandner, Präsident Nasser, abgetrotzt hat. Ferdinand Brandner, NSDAP-Mitglied seit 1932.
entwickelt 1936 für Deutz in Köln Dieselmotoren, arbeitet dann bei den Junkers Flugzeugwerken in Dessau. Gauhauptstellenleiter im Amt für Technik der NSDAP. Nach dem Krieg kassieren ihn die Russen ein, damit er ihnen Triebwerke baut. Er entwickelt das mächtige Propellertriebwerk für den Tupolev-Bomber. Die Ingenieure, die mit ihm in der russischen Kälte geschuftet haben, nimmt Brandner später mit an den Nil. Foto, schwarz-weiß. Eine Bauchtänzerin tanzt auf einem langen Tisch zwischen Männern hindurch, die ihr frenetisch applaudieren. Leicht verwackelt. Bildunterschrift: Azizas Tanz, Sahara City, Silvesternacht 1961. Fatih. Rita, wo warst du? Ich habe die Tänzerin fotografiert. Das Mädel. Ist die nicht großartig? Ja, ganz nett. Herbert, du brauchst mehr Whisky. Fatih, jetzt lass dich doch mal mitreißen. Brigitte, schon du auch? Gerne. Meine Rita aber nicht. Helberg, Mensch, das Mädchen ist im gleichen Alter wie meine Brigitte. Nein, danke, Herr Scholler, ist schon gut. Auf dein Wohl, Friedrich. Brigitte, auf Sie. Waren wir nicht schon beim Du? Du. Nicht an morgen denken. Nicht daran denken, wie Ingrid wortlos aufs Zimmer verschwunden ist, Petra an der Hand. Ich hätte bei meinem Nein bleiben sollen, als Scholler mich gefragt hat, ob ich mit Rita in dieses Zelt mitten in der Wüste mitkommen will. Aber die Schollers, die sind so frisch und lebendig. Schaut mal, wen wir da drüben haben. Ist das nicht der General, den Nasser zum Minister für unsere Projekte ernannt hat? Und daneben dieser Oberst von der Luftwaffe, der Dings, der... Oberst Nadim. Genau, der Nadim. Oh, der ist aber schmuck. Ja, den kenne ich schon. Das glaube ich jetzt nicht. Neben dem Oberst sitzt der mit dem Schmiss. Rolf Steinhauer. Zum Wohl, Oberst Nadim. Oh nein, jetzt hat er mich gesehen. Warte, da kommt der Mann vom Schiff, von dem ich dir erzählt habe. Was? Ja, der Steinhauer. Gestatten? Steinhauer. Fräulein, sind Sie nicht Helberg? Jagdverband 44, Brandenburg. Scozzini, Helberg, genau, ist meine Ehre. Steinhauer. Freut mich sehr. Von wegen Steinhauer, das ist Otto Scozzini. Herr Helberg? Der Befreier Mussolinis, Kommandeur der Jagdverbände, ein toller Hund. Dürfte ich Ihr Fräulein Tochter auf ein Glas Sekt an unseren Tisch entführen, Herr Helberg? Immerhin haben wir miteinander das Mittelmeer durchkreuzt. Fadi? Aber bitte nur ein Glas, Herr Steinhauer, meine Tochter ist noch... Ich bin gleich wieder zurück. Natürlich. Mich fragt er, mich. Kommen Sie. Nicht Brigitte mit ihren goldblonden Haaren. Darf ich vorstellen, meine Herren? Fräulein Helberg. Salamu alaikum. General Mahmoud. Ahlam wa sahlam. Ahlam bikum. Oberst Nadim, guten Abend. Salamu alaikum. Wunderschöne Augen hat dieser Oberst. Fursa Saida. Mashallah, Fursa Saida. Wie gefällt's Ihnen in Kairo, Fräulein Helberg? Gut, danke. Ausgesprochen gut. Lotz, Pferdezucht. Tag, Rita Helberg. Pferdezucht, sagen Sie? Ganz genau, Pferdezucht. Meine kleine Schwester vermisst das Reiten so sehr. Ach was, kommen Sie doch mal mit Ihrer Familie zu uns. Auf den Reiterhof, mein Fräulein. Bin mir ganz sicher, es würde Ihnen und Ihrer Schwester dort bestens gefallen. Funkspruch. Abgefangen durch den ägyptischen Geheimdienst. Helberg, Friedrich. Leitender Ingenieur. Fabrik 36, Stopp. Scholler, Peter, Abteilungsleiter, Fabrik 135, Stopp. Scholler, Brigitte, Schülerin, Stopp. Helberg, Rita, ab sofort Sekretärin, Fabrik 333. Erbitte weitere Instruktionen, Stopp. Ich bleibe nicht hier, das wollte ich Fatih heute Abend sagen. Ich gehe zurück nach Hamburg, Familie hin oder her. Aber dann, als ich die Pyramiden gesehen habe und die Sonne hat so heiß gebrannt, das war, als würde mein Herz glühen. Als würde die Wüstensonne bis in mein Ureigenes vordringen. Das
macht dieses Land mit mir? Wenn die Sonne mich verbrennt, welches Wesen steigt dann aus der Asche? Abzug von dir, Farbe. Rita im Kostüm und Pünktchen in Kleid und Strickjacke stehen Arm in Arm vor dem Café Groppi. Bildunterschrift: 17. Geburtstag im legendären Groppi. Januar 1962. So, ist sie näher zusammen? Ja. Näher zusammen? So. Ja. So, schön. Vati, ich verhungere gleich. Pünktchen, mach mal die Lippen feucht. Komm. Und freundlich. So. Ja. Bei dem Wind hier draußen holt man sicher den Tod. Vati, schneller. Ein Bild von weiter weg, damit ich die Säulen mit aufs Foto kriege. So? Ja. Also fertig. Hier ist das Vögelchen. Ja. So. Gut, los, gehen wir rein. Ja. Endlich 17. Kein Backfisch mehr auf einem langweiligen Internat, sondern Sekretärin, die in einer Mondrakete mitarbeitet und in einer Weltstadt lebt. Ich nehme die Sachertorte. Das hätte mir mal einer vor 3 Monaten sagen sollen. So was Leckeres kriegt man hier ja sonst nicht. Willst du damit sagen, dass das Essen, das ich dir koche, nicht Lass gut sein, Ingrid. Was soll ich dir bestellen? Ich will Bananasplit. Ingrid? Ich weiß nicht. Ich nehme Peschmelba. Die Ben-Helene müsste vielleicht gehen. Die sollte ja wohl in kochendem Wasser gelegen haben. Obwohl, wenn ich mir die Leute vorstelle, die die Birne mit ihren Fingern... Mutti, bitte. Ach, Mutti hier. Rita? Herr Fischer. Hallo. Hallo. Ist das Ihre Familie? Ja, genau. Ah ja, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Max Fischer, Ritas Chef. Grüß Gott, Herr Fischer. Guten Abend, Herr Fischer. Sie sind also auch ein Groppigänger? Ertappt. Und das ist Sonja, meine charmante Begleiterin. Max. Guten Abend. Mit der schönsten Frau, die ich je gesehen habe. Salamu alaikum. So elegant werde ich nie sein. Wa alaikum assalam. Wahrscheinlich lebt sie in einem Palast. Sonja arbeitet im Nile Hilton. Was? Sie arbeiten? In einem Hotel? Waren Sie schon dort? Nile Hilton? Bedauere, das ist leider nicht unsere Kragenweite. Es soll einmalig schön sein. Oh ja, das ist das. Mit dem Nile Hilton haben sich die Amerikaner richtig ins Zeug gelegt. Wenn ich Conrad Hilton zitieren darf: Our aim is to show the countries most exposed to communism the other side of the coin. The fruits of the free world. Für uns moderne Ägypterinnen ist es nicht leicht, eine angemessene Arbeit zu finden. Ich bin sehr froh, dass es das Nile Hilton gibt. Ja, gut, na dann. Ein schönes Wochenende allerseits. Bis zum Montagstreffen, Rita. Dann schlemmen wir weiter. Ach ja? Da geht er mit einer Frau, gegen die ich wie eine Landbombe wirke. Marceleme. 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 Rita? Ja? Was sind denn eigentlich die Montagstreffen? Das unterliegt der Geheimhaltung. Du hast noch überhaupt nichts von deiner Arbeit erzählt. Erzähl doch mal. Mein erster Arbeitstag. Fatih hat gesagt, dass mich mein Chef höchstpersönlich an der Metrostation von Heliopolis abholt. Ich dachte, es kommt ein Mann in seinem Alter. Mit der üblichen Familienkutsche. Und dann das? Sind Sie das, Fräulein Hellberg? Ich? Ja, ist da sonst noch wer? Steigen Sie ein. Sie sind Herr Fischer. Ja. Herr Max Fischer, mein Chef. Ohne Schlips und höchstens ein paar Jahre älter als ich. Ja, wer denn sonst? Dann steige ich ein. Rein mit Ihnen. Ein knallroter Sportwagen mit offenem Coupé und ich sitze drin. Die Arbeit gefällt mir jetzt schon. Sehen Sie die Villen dort drüben? Ja. Da wohnen wir. Wer ist denn wir? Sauber, Sie sind ja direkt. Hier, passt doch auf, du Depp! Verzeihung. Wir ist die Mannschaft von Professor Pilz. Mhm. Familien, Junggesellen, Alte, Junge, alle beieinander. So kann der Herr Nasser besser auf uns aufpassen, versteht's? Will er das denn? Ja, sicher.
Schließlich bauen wir Raketen. In der Militärfabrik deiner 33 herrscht höchste Geheimhaltungsstufe. Jeder will die Nummer 1 im Weltall sein. Fräulein. Ja? Ihre Kamera da, die verstecken Sie aber besser unterm Sitz. Wieso? Hoffen wir mal, dass Sie uns am Werkstor nicht filzen. Und morgen, gell, lassen Sie es lieber gleich ganz zu Hause. Ja. Raketengrundgleichung, sagt Ihnen das was? Ja, die Raketengrundgleichung gibt die Geschwindigkeit einer Rakete an, die beschleunigt wird, indem Stützmasse... Fräulein Hellberg. Ja. Also bei einer 3-Stufen-Rakete wird damit einfach grundsätzlich jede einzelne Stufe berechnet. Mhm. Ja? Der zentrale Wert für uns ist dabei der Schub. Der Schub? Ja. Moment, darf ich? Pardon. Obacht, laut! Ja. So, jetzt sind wir hier in der Fertigungshalle. Die Maschinen sind alle importiert aus England, Schweiz, Deutschland. Steil. Aber zurück zum Schub. Er dient als Kenngröße für die Leistungsfähigkeit von Raketentriebwerken, von Stahltriebwerken allgemein. Damit hat das auch Ihr Vater zu tun. Ah. Vielleicht sagt Ihnen das ja was. Nicht? Drittes Newtonsches Gesetz? Mhm. Also wir arbeiten hier mit Flüssigkeitstriebwerken und verwenden als Oxidator Salpetersäure. Das wird für Sie dann später auch noch interessant wegen der Bestellung. Salpetersäure, ja. Salpetersäure. Der Knackpunkt ist zurzeit noch das Steuerungselement. Wissen Sie, Fräulein, wenn man einen 28.000 Kilometer pro Stunde durch das All rasenden Flugkörper exakt in eine vorausberechnete Bahn lenken will, dann da gibt es leider eine Menge Imponderabilien. Ja. Gut, also. Puh. 3-Stufen-Rakete, Steuerungselement, Flüssigtreibstoff, Salpetersäure. Schlimmer als Chemie und Physik zusammen. Und eigentlich ist doch nur wichtig, dass am Ende ein ägyptischer Satellit die Erde umkreist, oder? So, jetzt wird's erst einmal wieder leiser. Okay. Da hinten am Ende des Gangs ist der Labortrakt. Da führe ich Sie aber nicht durch. Wir gehen zu den Büros. Ja. Entschuldigen Sie, das war jetzt alles ein bisschen viel Theorie vielleicht. Aber bestimmt kann ich Sie auch mal zu einem Raketenstart mitnehmen. Da sehen Sie dann unsere Babys in Aktion. Wunderbar. Raketenstart würde ich irre gerne sehen. Ja, wirklich? Mhm. Aha. So, die Büros. Ganz da hinten ist das Büro von Professor Pilz, aber unsere Büros sind gleich davon links. Aha. Sie sitzen in meinem Vorzimmer und Ihre Aufgaben bestehen vor allem darin, die Bestellungen für mich und meinen ägyptischen Stellvertreter Hani zu tippen und auf den Weg zu bringen. Bahnen entgegenzunehmen oder deren Verbleib ausfindig zu machen, wenn es mal wieder nicht ankommt, was leider häufiger der Fall ist. Ja. Außerdem Telefonverbindungen nach Deutschland oder in die Schweiz, dazu Steno. Sie können doch Steno, oder? Ja, habe ich in der Schule gelernt. Gut. Also Steno für die Abteilung, wenn benötigt. Und ja, was und? Nix und, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Gut. Na gut, dann gehen wir jetzt ins Casino, machen Mittag und ich stelle Ihnen die Kollegen vor. Ja, gern. Bitte, hier lang. Das ist die Kantine. Ein Meer aus grauen Kitteln und blauen Overalls. Nur ein paar bunte Tupfer dazwischen. Das sind die Frauen. Höchstens 10. Die Ägypter und die Deutschen sitzen an getrennten Tischen. Sie haben nicht mal das Gleiche auf den Tellern. Bei den Ägyptern gibt es Bohnenmus. Ismahulia Dablikum, Sakratera Betati Al-Anissa Helberg. Ahlan Bikum. Ahlan Wushahlan. Fursa Saiba. Schmucke Männer mit schmalen Bärten und den gleichen schönen Augen wie Oberst Nadim. Salam. Und so jung. Ahlan Bikum. Ah ja, und Fräulein Hellberg, seien Sie bitte vorsichtig. Einige von den ägyptischen Ingenieuren verstehen Deutsch und sie sind sehr schwer einzuschätzen. Die kommen alle aus der Oberschicht. Die meisten sind unglaublich reich. Deren Paläste nehmen ganze Straßenzüge ein. Und wir wissen nie genau, ob sie uns über die Schulter schauen, um von uns zu lernen oder um uns zu bespitzeln. So. Und damit wären wir bei unseren Peenemünden angekommen. Gulasch und Klöße. Guten Tag, meine Herren. Tag. Wenn ich vorstellen darf, das ist der Herr Professor Pilz. Guten Tag. Guten Tag. Seine Sekretärin, die Hannelore. Mhm. Guten Tag. Ja, ich weiß. Da ist unser Chefingenieur, der Herr Dr. Kleinwächter. Tag. Freut mich. Und der Herr Professor Görke. Und das Tag. Ist also meine neue Sekretärin, das Fräulein Rita Hellberg. Alles alte Männer. Tag. Bis auf Hannelore Wende. Ah ja. Ah, ja. Das ist die Sekretärin von Professor Pilz. Frau Wende, darf ich mich hier hinsetzen? Nennen Sie mich Hannelore. Rita. Goldene Armreifen und wunderbar gepflegte Hände. Ja, die muss keine halben Nächte für ihre verrückte Mutter putzen. Welcome to the Café Gruppe, Mr. Hellberg.
May I take your order, da? Yes, please. We take one Pesh Melba, one Poir Belle Helene, one Banana Split and one Sacher Cake. No problem. Fati passt perfekt zum Dekor vom Café Kroppi. Dein Chef ist aber sehr jung, Rita. Und Rita hat ihn angespachtelt. Oh, das ist doch Quatsch, Pünktchen. Doch. Und am Montag schlemmen sie wieder zusammen. Jetzt hör aber mal auf, Pünktchen. Ist ja gut. Ich bin doch montags nicht mit ihm allein. Da treffen wir uns immer alle in der Villa von Professor Pilz. Ach so? Also die deutschen Experten und die Sekretärinnen. Die Ägypter sind nicht dabei. Und Groppi liefert uns das Frühstück. Vornehm geht die Welt zugrunde. Lasst es euch schön gut gehen, dein Ara 333. Das möchte ich mal erleben, dass Messerschmidt was von Groppi springen lässt. Na ja, dann habt ihr Peenemünder es ja mal wieder besser erwischt. Nach dem Frühstück geht es dann aber gleich an die Arbeit. Sie brauchen nur das mitschreiben, was für uns wichtig ist, Rita. Ja, in Ordnung. Also, meine Herren, zu Punkt 1, offener Gedankenaustausch. Ja. Dann legen Sie mal los. Also, die Ventile sind noch immer nicht geliefert worden, aber ohne Ventile kommen wir eben nicht weiter. Ja. Sagen Sie mal, Professor Pilz, könnten wir die nicht über die Intra aus Deutschland direkt bestellen? Ja, Görke, machen wir. Wunderbar. Ich rede gleich mit dem Minister. Danke. Sagen Sie, Kleinwächter, kann Ihre Firma diese Teile nicht herstellen? Na, sicher doch. Na, sehen Sie. Gut. Wenn wir nur alles aus Deutschland bestellen könnten. Absolut, absolut. Ja, das geht nicht. Genau. Ja, doch, aber hier ist doch alles miserabel, was wir hier kriegen. Das sind doch ja nur Ausschuss. Die wollen sich von uns partout nicht sagen lassen. Dabei fehlt ihnen jedes Basiswissen, jedes. Furchtbar. Hier im Café Groppi summt es wie in meinem Inneren. Here we are. Pech Melba, Miss. So viele schöne Menschen strömen herein. Thank you. And Poir Belle Helene for Mrs. Danke. And for the young lady, Banana Split. Shukran. Sacher Cake is coming soon. Ja. Esst ihr denn auch immer Eis zum Frühstück in der Villa von eurem Chef? Nein, da gibt's Petit Four und Sandwiches. Und über was redet ihr, wenn ihr gefrühstückt habt? Das darf ich nicht verraten. Das ist genauso geheim wie Fatis Arbeit. Ach. Ja. Schade. So, Punkt 2 der Tagesordnung, Professor Sänger. Sänger. Er hat gekündigt. Wie bitte? Wie tut das denn? Das jetzt bitte nicht mitschreiben, Rita. Irgendeine Zeitung in Israel hat geschrieben, Nasser würde mit Hilfe deutscher Wissenschaftler, natürlich sind wir alle Nazis, einen Krieg gegen Israel planen. Und, das ist ja unglaublich. Wir wissen alle, in Bonn, das findet natürlich jede Meinung aus Israel sofort Gehör. Kurzum, man hat drastische Maßnahmen ergriffen und jetzt kommt's, man hat Professor Sänger, Professor Görke und mir fristlos gekündigt. Ja. Ja, erzählen Sie mal die Begründung. Bitte, Hannelore, lesen Sie doch mal vor. Natürlich, einen Moment bitte. Wegen ihrer eigenmächtigen, politisch unklugen und über das zumutbare Maß hinausgehenden Mitarbeit an einem ägyptischen Regierungsauftrag. So ein Kram. Bodenlose Unverschämtheit. Keine Aufregung. Professor Sänger, der sich ja selbst immer wieder als Pazifist bezeichnet, Professor Sänger hat es vorgezogen, seine Zelte hier abzubrechen. Ja, Professor Görke und ich haben dagegen entschieden, uns fortan mit aller Kraft der hiesigen Projektleitung zu widmen. Ja, richtig. Danke. Danke, meine Herren. Rita? Willst du mal meinen Bananasplit probieren? Oh ja. Lecker. Ja, finde ich auch. Kriege ich auch ein bisschen von deinem Pesh Melba. Ja, hier. Nimm. Da sind Fingerabdrücke auf meinem Birne. Ist nicht so laut. Seht ihr? Die dunklen Flecken. Ich kann es nicht essen. Da ist nichts. Friedrich sagt dem Kellner, dass ich das nicht essen kann. Herr Ober. Foto.
Schwarz-weiß. Rita mit Sonnenbrille, Hut und Wanderstiefeln steht mitten in der Wüste und schaut suchend den Horizont ab. Neben ihr parkt ein offener Militärjeep im Sand. Bildunterschrift: Die Archäologin von Gebel Hamsa. April 1962. Rita, pack die Kamera weg. Wenn wir hier beim Fotografieren erwischt werden, dann... Ja, ich weiß, dann landen wir beide im dunklen Verlies. Nassas Gefängnisse sind nicht zum Lachen, Rita. Seine Militärs haben eine derart große Angst vor Spionage, dass sie nicht lang fackeln, wenn sie jemand verdächtigt. Ja, ist in Ordnung. So ernsthaft habe ich Max noch nie erlebt. Es gefällt mir aber besser als die Fassade ewigen Sonnenscheins, die er im Werk an den Tag legt. Apropos Sonnenschein. Haben wir noch genug Wasser? Wir müssen trinken. Bis zu 10 Liter am Tag. Ja, mach dir keine Sorgen, der Kenn ist das voll. Was er mir auf dem Weg alles erzählt hat. Leicht hat er es nicht gehabt. Bei seinem Opa auf dem Bauernhof. Sein Vater wurde im Krieg vermisst. Lufthansa-Pilot wollte er unbedingt werden. Aber dafür war er zu klein. 1,70 ist da die Mindestgröße. Deshalb Raketentechnik. Ich habe sogar meinen Traumjob ergattert dann. In Stuttgart. Bei Eugen Sänger. Der war mein großes Idol. Ging es da auch um Weltraumraketen? Ja, freilich, Eugen Sänger. Bei dem wollte ich Weltraumraketen bauen. Die Russen hatten mit dem Sputnik ja schon gezeigt, dass es geht. Aber in Deutschland, ich sag's dir, ging gar nichts voran, gar nichts. Mhm. Kein Ort für die Prüfstände, kein Geld. Die ganzen Anträge liefen ins Leere. Wie bist du dann in Kairo gelandet? Na, Pilz und Görke. Die haben mich gefragt, ob ich mit will. Keine Sekunde gezögert. Ja, und jetzt stehen wir hier. Mitten in der Wüste. Rings um uns nur noch Stacheldraht und Sand. Militärisches Sperrgebiet. Fast hätte Max mich nicht durch den Kontrollposten gekriegt. Eine halbe Stunde haben die meine Papiere kontrolliert. Und die ganze Zeit waren da Soldaten mit Maschinenpistolen im Anschlag. Du weißt, Frauen haben es nicht so oft hier. Wahrscheinlich mussten sie erst prüfen, ob du echt bist. Wieso liegt das Testgelände eigentlich so weit draußen? Du kannst einfach, aber wir nie wissen, wo die Raketenteile runterkommen. Im Ernst? Ja, im Ernst. Da schau, siehst du den Lastwagen da hinten? Mhm. Der hat unser Prachtstück geladen. Der Saphir. Der Siedler. Unser 4-Tonnen-Baby. Okay, was macht denn der? Langsam! Hey, du Tepfer, langsam! Entschuldigung, die machen mich verrückt. Raketenbau ist Präzisionstechnik. Die Deppen donnern über die Piste, als gibt's keinen Morgen. Verstehst du, wenn sich da eine Schraube lockert, fliegt uns das Ding beim Start um die Ohren. Der Start von El Saphir. Lachse. Lässt es schon. Hier, vom Kommando- und Beobachtungsbunker, hat es etwas Unwirkliches. Das Militär ist auch da. General Mahmoud und Feldmarschall Amr. Dazu die Abteilungsleiter von der 333. Alle so enorm angespannt. Du bleibst in meiner Nähe, Rita, gell? Dann steht keiner dumme Fragen. Ja. Gut. Den Abschuss habe ich mehr gespürt als gehört. Ein Vibrieren durch meinen ganzen Körper. Rita, hör auf zu träumen und komm her jetzt! Richtig unheimlich. Ja, ich komme. Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 1. Ankunft am Nil. Ich glaube, ich habe was gefunden. Da schau. Er klingt, als hätte er ein Königsgrab entdeckt. Dabei ist es nur ein Stück Metall. Aber je mehr Raketenteile wir finden, desto besser kann man rekonstruieren, was man beim nächsten Mal anders machen muss. So viel habe ich inzwischen verstanden. Quält ja noch. Obacht, nicht anlangen. Das ist heiß. Und deshalb graben wir an diesem magischen Ort nach den Resten unserer eigenen Zivilisation. Was ist das? Es spielten Rita Hellberg, Lisa Hirdina, Friedrich Hellberg, Bernhard Schütz, Ingrid Hellberg, Gisela Schneeberger, Kai Hellberg, Aram Tafreschian, Pünktchen Hellberg, Ruby Lorenz, Max Fischer, Golo Euler, Heni Ayed, Camille Jamal
und als Erzählerin Valerie Ceplanova. In weiteren Rollen Amina Meray, Jackie Schwarz, Heiko Pinkowski, Fabian Hinrichs, Omar El-Saedi, Karim Shamlali und viele andere. Musik Philipp Timm. In Kooperation mit dem Arabischen Musikinstitut unter der Leitung von Nabil Abayn. Ton Martin Eichberg. Technik Philipp Adelmann. Regieassistenz und Recherche Beate Becker. Hörspielbearbeitung Katrin Zipse. Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Julia Gabel und Katrin Moll. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022.